Mein Name ist Markus Geißler, bin Mitgründer der Geißler Hirschberger Steuerberatungs GmbH. Die Gesellschaft wurde vor ca. 10 Jahren mit Michael Hirschberger gegründet. Derzeit beschäftigen wir 20 Mitarbeiter in den Standorten Schwaz und Innsbruck. Hallo, ich bin die Selina, ich bin in der Buchhaltung tätig und helfe auch den Klienten beim Einstieg in die digitale Buchhaltungswelt und fahre dann auch oft zu ihnen hin und helfe ihnen beim Scanner einrichten bzw. wie sie die Belege hochladen. Hallo, ich bin die Katharina, ich bin seit ein paar Jahren in der Bilanzierung tätig. Derzeit betreue ich unsere Neuklienten für die ersten paar Monate in der Buchhaltung und ich gebe die dann weiter an unsere Buchhalterinnen. Das ist für mich auf der anderen Seite super zu vereinbaren mit meinen Kindern, deswegen mache ich das derzeit voll gern. Ich bin in der Kanzlei zuständig für das Marketing. Marketing beim Steuerberater, das klingt vielleicht fürs erste Mal ein bisschen ungewöhnlich, aber für mich ist es total eine spannende und herausfordernde Aufgabe. Im Großen geht es darum, komplexe Steuerthemen für unsere Klienten und Klientinnen verständlich aufzubereiten und ihnen zur Verfügung zu stellen. Entweder über unseren Newsletter, auf der Webseite, für Social Media oder mal als Video. Unsere Kanzlei zeichnet sich aus durch die Einführung, durch den Weg, den wir eingeschlagen haben, in die Automatisierung, Digitalisierung bzw. auch durch die Einführung von strukturierten Prozessen im Bereich des Rechnungswesens. Besonders gut an meiner Position gefällt mir die spannende Herausforderung, die sich immer wieder bietet. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren in der Kanzlei Geißler Hirschberger, arbeite sehr gerne in diesem Team. Besonders gefällt mir das freundschaftliche Miteinander, die Flexibilität, die mir ermöglicht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ich bin die Marion, ich bin zuständig für die Leitung der Buchhaltungsabteilung und der Bilanzierungsabteilung bei uns in der Kanzlei. Alle Mitarbeiter kommen mit allen Fragen, die sie haben, immer zu mir. Ich kontrolliere die Buchhaltungen, ich kontrolliere die Bilanzen, die fertiggestellt werden. Teilweise helfe ich auch bei der Einrichtung von neuen Buchhaltungen, betreue neue Klienten und bin auch in der Steuerberatung tätig. Neue Mitarbeiter sollten bei uns mitbringen eine Gewissenhaftigkeit. Es erwartet ihn oder sie ein sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Wir haben viele verschiedene Kunden, viele verschiedene Branchen. Die Aufgaben sind spannend. In der Digitalisierung gibt es bei uns immer wieder neue Herausforderungen. Und man sollte einen Wunsch mitbringen, sich ständig weiterzubilden. Ich bin die Katharina, bin seit 1,5 Monaten in der Kanzlei dabei. Bin Berufsanwärterin, hauptsächlich in der Bilanzierung tätig. Habe in der ersten Zeit schon viel lernen dürfen. Bin super aufgenommen worden und habe schon teilweise meine eigenen Teilbereiche, wo ich schon vieles selber machen darf und hoffe, dass ich in der nächsten Zeit noch viel lernen kann. Mein Name ist Michael Hirschberger. Wenn ich unser Team mit 3 Begriffen beschreiben sollte, dann sind das die folgenden. Erstens Kompetenz. Wir haben und wir fördern Kompetenz sowohl im Bereich der klassischen Steuerberatung als auch im Bereich moderner Rechnungswesenprozesse wie Digitalisierung, Automatisierung, Steuerplanung und betriebswirtschaftliche Beratung. Zweitens, Miteinander. Wir sind uns sehr bewusst, dass unser Erfolg der Erfolg unseres gesamten Teams ist und jeder unserer Mitarbeiter dazu seinen Beitrag leistet. Drittens, Offenheit. Wir sind offen für neue Kundinnen, wir sind offen für neue Mitarbeiterinnen und wir sind offen für persönliche Weiterentwicklung im fachlichen und beruflichen Bereich. Wenn dich die Mitarbeit in einem dynamischen und modernen Steuerberatungsunternehmen interessiert und du gemeinsam mit unserem Team für unsere Kunden tätig sein willst, dann schau auf unsere Website, auf unseren Facebook- oder Instagram-Account und informiere dich über offene Stellen im Bereich Lohnverrechnung, Buchhaltung, Bilanzierung oder Steuerberatung.